Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von State of Decay. Wir haben uns eine neue Basis eingerichtet und können natürlich mal gucken, was wir hier so alles bauen können. Das müsste eine ganze Menge sein. Wir haben nämlich auch noch keine Betten, also wir brauchen auf jeden Fall mal einen Schlafplatz. Wir hätten hier eine Werkstatt, Vorratskammer und das Schlafzimmer. Das müssen wir auf jeden Fall mal bauen. Gibt 8 Betten, steigert die Ausdauer, würde ich sagen, bauen wir mal. Dauert eine Minute, sehr, sehr cool. Und wir könnten dann hier nochmal die Werkstatt auch zusammenbauen. Kostet auch nicht viel Einfluss. Und eine Vorratskammer auf jeden Fall auch. So, Funkraum. Den haben wir schon. Hier haben wir unsere Autoparkplätze, 4 Stück. Haben leider keine Werkstatt, aber die bauen wir jetzt ja gerade, ne? Ansonsten könnten wir hier drin noch irgendwas bauen. Noch einen Schlafbereich, theoretisch einen Krankenbereich müssten wir vielleicht noch einrichten. Trainingsbereich. Bibliothek wäre auch ganz nice. Machen wir hier noch eine Bibliothek hin vielleicht, aber vorher... Vor allen Dingen müssen wir auch uns hier ein bisschen sichern. Wir brauchen... Na? Wir brauchen einen Wachturm. Also hier könnten wir einen Wachturm einrichten. Das ist doch sehr gut. Machen wir gleich mal einen. Und hier... Vielleicht noch einen zweiten. Hier noch einen zweiten Wachturm gleich. Falls sie uns hier angreifen kommen. Wachturm. Geht nur einer. Hier ist draußen, hier können wir andere Sachen noch bauen. Gut, ich würde sagen, aber weil wir genug Stuff haben, gibt es auf jeden Fall nochmal eine Bibliothek, die sollten wir schon ganz lange bauen. Und dann... Was ist denn mal mit einem Garten? Naja, Krankenbereich. Krankenbereich und... Trainingsbereich geht nicht. Fehlen uns Materialien. Okay. Hier wird schon geballert. Kommen nämlich die Zombies von allen Seiten. Wir haben noch 88 Einfluss. Wir könnten also theoretisch auch hier noch einen Außenbereich uns einfach einrichten. Und da fände ich das hier gar nicht so schlecht. Attention civilians. Remain in your homes with the doors locked and the windows secured. If you do not comply with these instructions, the army will not take responsibility for you being chewed on by death. Thank you. And by America. Na, lass uns das mal hier durchsuchen. Geht nicht. Hier gibt's Benzin. Oder noch ein Versorgungslager mit Benzin. Jetzt auch nicht das Schlechteste. Konserven, Konserven. So, was gibt's hier noch an Ressourcen? Wir gucken nochmal. Paracetamol und Ressourcen mit Fragezeichen. Das ist ein Exit. Müssen wir nach oben drauf oder was? Wir haben es noch nicht komplett durchsucht. Ah, hier. Also doch. Da, wo es leuchtet. Frühstückssachen, sehr, sehr cool. Und da hinten in der Ecke, hinten rechts, oder? Komm schon, jawoll, da ist noch Benzin. Ich glaube, dann haben wir hier alles durchsucht.
Okay, und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal. There's something weird coming over the radio. It's really strong, like it's super close by. Here, listen. This is Cleo. Order at DZ. 11 Tango Mike Papa, 25 Charlie Zero, 5 Romeo. This is Cleo. Order at DZ. 11 Tango Mike. It just goes on like that. Can you keep an eye out for something like a transmitter or a beacon? I don't know what you're looking for. All things considered, I think we're doing pretty okay. I don't know, there's just something satisfying about building, you know? Feels like we're actually accomplishing stuff instead of just treading water. Sichte Zombies für die Artillerie der Army. Hier ist noch die Signal zum Untersuchen und hier hinten die Mission. Die müssen wir uns natürlich auch irgendwann nochmal zu Gemüte führen. Gut, aber wir haben hier, guckt mal, haben wir schon schön mit dem Außenposten gesichert. Müssten aber auch mal auf diesen Turm da klettern. Wen haben wir denn noch so zur Auswahl? Was ist denn mit Marcus? Können wir den nicht mal wieder auswählen? Zack. So, Ed ist auch noch am Start. Alles easy. So, wir klettern mal da auf dieses Türmchen drauf. Ist das der Turm? Oder da hinten ist auch noch ein Turm? Hier hängt ein Zombie. Bleib ruhig da, Junge. Und du komm ruhig her. Na komm, hängst du fest? Hängst du fest? Das ist aber traurig, wirklich, wirklich traurig. Das tut mir leid. I need a breather. Ja, ja. I've been thinking. You're so good at surviving out there. It might be a good idea if you train some of the rest of us. I've been thinking. You're so good at surviving out there. It might be a good idea if you train some of the rest of us. So, wie kommen wir jetzt hier rauf? Ich glaube hier über den, jawohl, über die Mülltonne geht's immer. Und dann mal hier rauf und einmal umgucken. Das war gleich mal hier die Gegend ein bisschen abchecken, noch mal gucken, wo vielleicht ein Außenposten ganz günstig wäre. Erstmal müssen wir natürlich bis ganz nach oben. Wie immer. Rauf ist jetzt auch nicht so problematisch. Schwierig wird es dann wieder beim Runter. macht mir ja jetzt schon ein bisschen Sorgen. Es ist nämlich ganz, ganz, ganz schön hoch. Aber gut. Gonna look around now. Ja. I see some place worth a scavenging run. Minimart ist immer ganz günstig. Lagerhaus, da könnten wieder Baumaterialien sein. Ja, ja. Ja, hier gibt's einiges, Freund. There's a building we want to check out. I see some place worth a scavenging run. Die Frage ist natürlich auch, können wir in der anderen Stadt die Außenposten wieder revidieren und sagen, okay, hey, brauchen wir nicht mehr. Gute Frage, weil wir sind ja limitiert auf. Oh, da ist wieder so ein Koloss. Wir sind limitiert, glaube ich, auf 4 Außenposten. Im Moment haben wir 3. Baumarkt klingt auch sehr, sehr gut. Ein Kreischer. Ich denke auch. Einmal gucken. Nee, guck mal, 3 von 8 Außenposten können wir jetzt machen insgesamt. Das ist natürlich ziemlich nice.
Weil wir einfach eine große Basis haben. Deswegen war es günstig, gleich die größte Basis zu nehmen. Und nicht mit der kleinen Popligen anzufangen. Wir konnten es uns leisten. Alles easy, alles gut. Wie viel Einfluss haben wir denn noch? 88. Also wir könnten sogar noch eine Basis uns hier irgendwo hinsetzen. Also das ist schon mal gut. Ich wäre fast dafür, den Baumarkt, dass die uns von hinten hier auch nicht mehr... As a reminder to all citizens of Marshall, until the current crisis is over, possession of firearms by civilians has been declared unlawful. Any civilians currently in possession of firearms have a 2-day grace period to surrender them to the sheriff or one of his duly appointed deputies. Wir geben doch unsere Feuerwaffen nicht ab. Was denkt die sich eigentlich? Okay, wir sichern uns den Baumarkt noch von hinten. Mit einer Homebase. So, mach mal zu hier. Zumachen. Danke. Schauen wir einfach mal. Achso, da kommen wir, glaube ich, von hier gar nicht hin, ne? Im Baumarkt, der ist ja... ist hier. Aber dann können die uns von hinten auch nicht mehr gefährlich werden. Das ist immer ganz praktisch, hier Außenposten zu errichten, um sein Gebiet zu sichern und ruhig auch die nähere Umgebung. Dann hat man ein größeres Gebiet, was zombiefrei ist. Und wenn da so eine Horde kommt, macht es irgendwie Boom. Hey, Kollege, ich hab dich doch gehört. Ruhig einen Snack essen, bevor wir da reingehen. Weil hier sind noch... Ah. Okay. Was haben wir denn hier? Benzin wahrscheinlich. Ja, hier ist Benzin, das ist gut zu wissen. Und hier haben wir Baumaterialien, würde ich sagen. Im Baumarkt Baumaterialien. Macht schon irgendwie Sinn. Nichts gefunden. Nichts gefunden. Oh, schade. Gut, nichtsdestotrotz, wir werden hier noch einen Außenposten einrichten. Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. Zack. Dann haben wir das Ding nämlich hier gesichert. Oh Gott. Oh fucking shit. What the hell? Du kleiner, dicker Mensch, bleib bloß weg von mir. Ich hab gar keinen Bock drauf. Und was machst du hier eigentlich? In unserem Sicherheitsgebiet? Du Vogel? Hat dich jemand vergessen hier, oder was? Sehr, sehr nice. Ja, cool. Hier ist doch alles... Ja, läuft, Freunde. Die Moral ist ziemlich gut. Auch wenn jemand wohl eine Ansprache braucht, ne? Wollen wir hier mal noch zum Ausguck gehen? Warum können wir mit dem nicht quatschen? Keine Ahnung. Sam Hoffman. Hier haben wir Ed Jones. Maya Torres, die ist Soldatin. Die ist zu Hause, die ist gut drauf eigentlich. Komm, hier wählen Sie mal wieder aus. 90, 110. Er ist nicht ganz fit. So. Was macht eigentlich unser Wachturm? Oh ja, der braucht halt alles noch ein bisschen. Auch unser Krankenbereich. Und auch die Bibliothek braucht noch ein bisschen. Außenposten sind da. Dann wollen wir mal eine kleine Spritztour starten. Und zwar direkt hier
got the basics, but to really pull this off, we need a little more. We've run into a bit of a... How are things on the home front? There's an issue with the infirmary. We're trying to get it set up, but we don't have everything we need. We can track it down, or find another way. But it'd be faster if you did a little scavenger hunt. Was fehlt denn bitte? Hier hinten. Betonstahl, alter Falter. Na komm, wir gehen jetzt erstmal zum Ausguck und dann schauen wir mal weiter. Und dann besorgen wir uns den Betonstahl. Auf jeden Fall. Army, wo seid ihr? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo seid ihr denn? Hier jetzt nicht so wirklich. Hier sind viele Zombies. Aber keine Army-Leute, wo sind die hin? Oder muss ich da einfach auf den Ausguck drauf? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Würde ich auch machen. Ja, komm mal hier, Schnuggi. So, alle erstmal weg. Außer der Horde, die da rechts ist. Ja, kommt, ist gut. All right, I'm in the area. Find yourself a good spot to get a bird's eye view. Okay, wir sollen noch Zombie-Horden-Ausschau halten. Das werden wir am besten von hier oben tun. Zack. Und dann wird die Army uns helfen und ein bisschen Artilleriefeuer, mal ein bisschen harte Geschütze. Das finde ich sehr, sehr gut. You see a horde? Sing out. Jo, wir machen erstmal so ein bisschen normale Gegend entdecken. Target identified. We're zeroed in. Contact in 3, 2, 1. That's our load blown. You folks take care now. Wie? Das war's? Na toll. Verarschen? Kann ich mich alleine? Noch alles aufgeklärt hier, oder? Gab es jetzt noch irgendwelche Fragezeichen? Nein, ich meine nicht. Oder nicht sagt einem dann hier. Ach, hier, guckt mal da. Lagerhaus. Fahrzeug. Okay. So, und jetzt sammeln sich immer mehr. Och, Menschenskinder. Und ich komme hier diesen Turm nicht hoch. Mädel, wir beide auf dem Turm. Jetzt wird's aber kritisch, Freunde. Und da sag ich mal leise Servus. Hier ist doch noch eine Horde. Liebe Army. Warum habt ihr die nicht platt gemacht? Okay, Freunde, jetzt holen wir uns gleich nochmal den Betonstahl, weil wir hier in der Nähe sind. Bietet sich das einfach an. Boom. Boom.
Kommt man da am günstigsten mal hin? Über den Fluss müssen wir. Ja, dann machen wir das. Geht wohl nicht so einfach, wie ich mir das erhofft hatte. So ein Geländewagen, Junge. Da muss man auch durchs Gelände kommen. Da oben wäre eine Brücke gewesen. Vielleicht sollte ich darüber mal nachdenken, Flüsse mithilfe von Brücken zu überqueren. Ich bin halt mehr so der unkonventionelle Typ. Und kletter hier ein bisschen durch die Gegend rum. Macht irgendwie mehr Spaß. Ja. Der Brücken kann doch jeder, Freundin, mal ehrlich jetzt. Wo bleibt denn da das Abenteuer-Feeling? Guckt mal, und hier... Ja, ja, hier ist aber auch quasi vorgegeben. Oh, wir brauchen auch mal ein bisschen Schmerzmittel. So. Steht sogar auch ein Auto noch rum. Könnten uns hier auch mal ranschleichen. Na, guckt mal, wie schön das funktioniert. So, ich hoffe, das ist jetzt dieser benötigte Betonstahl. Oder ist das nicht? I'll run this home. We'll see you soon. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get someone out there ASAP. Thank you. Na komm schon! Oh, Junge! Weil sie immer daneben schlagen muss. So, wo sind denn hier noch... Hier werden noch Ressourcen direkt hier angezeigt. Muss ich hier irgendwo hochklettern? Nein, das ist keine Leiter. Hier ist auch nichts mehr drin. Einmal Ressourcen haben wir. Außerdem haben wir auch Leute losgeschickt. Zeigt mir halt hier auf dem Radar hier so noch was an. Oh, hier ist nichts weiter. Das bedeutet für mich, rein ins Auto. Zurück zur Base. Oh. Ja, ja, Schnucki. Jetzt schon, komm schon. Und jetzt nehmen wir auch den konventionellen Weg. Dann geht gleich die Motorhaube ab. Aber ich glaube, das machen die. So böse Sachen wie Motorhauben abreißen. Aber wir sind ja gleich da. Hier kann man immer schön außen lang schlawenzeln. Oh, Krankenschwester. Oder es ist eine deiner Mitarbeiterin. Eins von beiden. So. Einmal das volle Auto hier abgestellt. Ja, na klar. So viel Bier haben wir hier in der Apokalypse. Betonstahl. Betonstahl müssen wir doch jetzt haben, oder nicht?
There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. Handbücher, Plastikplan und Betonstahl. Handbücher, die gibt's dort in der Bibliothek. Was haben wir hier noch? Plastikplan und Betonstahl. Aha. Verlassener Ort, Ressourcen, genau, da gehen sie aber hin. Okay, dann warten wir mal. Wer hier so einbrechen möchte? Ja, alles easy, alles gut. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen erschöpft. Moral ist aber super. Wir sind alle super drauf gerade. Wir haben uns hier die Basis gesaved. Durch die Außenposten wäre natürlich hier Baumarkt noch eine Option. Wie gesagt, Betonstahl und Plastikplan werden wir auch noch kriegen. Und das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.